Okay, auf los geht's los. Letztendlich geht es ja immer darum, Organisationen, Unternehmen, Mitarbeiter, die Menschen, die daran arbeiten, zu verbinden und digital zu verbinden. Und gerade in der Corona-Pandemie haben wir schon gesehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, durch die Remote-Arbeit zum Beispiel digitale Signaturen aufzuziehen. Und wir glauben einfach, dass die größten Potenziale darin liegen, dass wir durch digitale Identitäten und eine einheitliche Regelung in der EU einfach das digitale Arbeiten erleichtern können und so Prozesse wirklich mal komplett digital abwickeln zu können. Also eIDAS ist für uns natürlich Grundlage. Wir sind ein norwegisches Unternehmen, also nicht Europa, sondern nur angelehnt. Bieten aber unsere Dienste in Europa an. Insofern ist es für uns extrem relevant, Standards zu haben, eIDAS-Regularien zu haben und dann Dienste europaweit anbieten zu können. Wir selber sind ein Trust-Service, also sogar ein qualifizierter Trust-Service-Provider für eIDAS-Timestamps. Insofern ist das für uns essentiell. Ja, der eIDAS Summit 2020 war ein fester Teil unseres Programms in diesem Jahr. Wir sind vor allem darauf gespannt, welche Neuerungen es im eIDAS-Gremien gibt von der EU, was beim Thema digitale Identitäten passiert und natürlich auch darin, Anwendungsfälle praktisch zu sehen und auch das zu sehen, was Hersteller, Kunden und Experten hier beim digitalen Austausch einfach dazu beitragen können.